Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Hi ho. Hi. Hey. Wir gurken hier gerade durchs Haus Alde und verprügeln republiktreue Soldaten. Yay. Die meisten sind schon fertig. Nur der Dieter hängt noch hinterher. Unfassbar. Weshalb wurdest du doch gleich hergeschickt? Wir waren gerade im... Im Museum. Museum. Und jetzt kommt natürlich die... Bibliothek, richtig, genau. Was solltest du da raussuchen? Geheimnis. An eure Klassenquests kann ich mich erinnern, aber die vom Agenten muss ich jedes Mal nachlesen, verdammt. Oh, alte Bibliotheksgast. Selber schuld. Typischer Fall von falscher Zeit, falscher Ort. Ja. Medizinisch anerkanntes Problem. Deins? Also Kaffuns? Der mit ohne Kopf und rechts nur einen Arm und so? Ich habe rechts sowieso nur einen Arm. Dieter, wie kannst du damit leben? Tja. Burli, Burli, Burli. Kennt hat wahrscheinlich wieder niemand, oder? Doch, natürlich, eher Frau. Ja, wunderbar. Du entkommst mir nicht. Der heult gleich wieder, wenn er tot ist. Tot noch heulen zu können, ist aber auch eine Leistung. Ja, mach das mal, mach das mal nach, das Blöde. Challenge accepted. Direkt in mein Testament auf. Ich verschieb das aber, dass es überprüft den Beweis werden soll. Ich suche einfach mal, was es hier so zwischen gibt. Dieter, guck doch mal nach. Ey, guck mal. Ich habe das Gefühl, da schaut mich jemand über die Schulter. Verhalte dich ganz natürlich. Ich danke euch allen für euer Kommen. Freunde, Familie und alle anderen. Wie ihr wisst, wollten Rehanna und ich an diesem Tag unsere Verlobung bekannt geben. Nomar, was sagst du da? Es tut mir leid, Rehanna, aber ich habe... Ich meine, es gab eine Änderung. Er will Rehanna nicht heiraten. Ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Jedi-Orden. Ich habe beschlossen, meine Ausbildung im Umgang mit der Macht fortzusetzen. Auf einem anderen Planeten. Es ist deine Familie, oder? Sie haben dich dazu gezwungen. Diese verdammten Organas denken, ihr seid zu gut für uns. Zu gut für meine Tochter. Das wird euch noch leid tun. Das verspreche ich. Sie haben es doch ganz gut aufgefasst, oder? Das sind also alderanische Verlobungsfeiern. Das wäre eine tolle Familienfeier gewesen. Dann können wir hier hochpotten zum... Wie heißt das Ding überhaupt? Zum Außenposten Bullim. Bullim, Bullim. Oh Mann. Schon so spät. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Major Faroth. Guten Tag, Faroth. Monitor jetzt sauber? Moment. Squeaky, squeaky. Es fehlt uns noch ein Detour. Jo. Der Ladeschirm. Ich habe, warum ich gebeten wurde. Ich habe die Explosion gehört. Hoffentlich sind diese Monster lebendig verbrannt. Wir werden uns an diesen Dienst erinnern, wenn das Haus Tuhl den Thron besteigt. Das Einzige, was wir großartig verbrannt haben, waren deine eigenen Leute. Also, komischer Typ.
So, genau, Missionsdepot. Bin jetzt übrigens doch noch nicht abgehauen zwischen den Folgen zum Kaufen, da hinten war blöd. Könnt ihr die Erklärung übernehmen, bitte? Danke. Meine Ärzte behandeln das Erkundungsteam wegen des Schocks. Aber ansonsten scheint es ihnen gut zu gehen. Ich wünschte, ich könnte das auch von meiner Tochter behaupten. Ich habe nichts gehört. Habt ihr sie nicht gefunden? Doch, aber Tarmin? Sie ist tot. Danke. Sie hat sich den Gepflogenheiten der Kilix angepasst. Ich wollte ihre Rückkehr nicht erzwingen. Ich habe davon gehört. Sie nennen es die Vereinigung. Es ist irgendeine Droge, die sie ausstoßen und die das Hirn der Opfer verändert. Ihr hättet sie mitnehmen müssen. Es muss möglich sein, sich davon zu erholen. Eine 133 bewürfel ich wahrscheinlich eh nicht. Sie hat ihren Frieden gefunden. Gönnt es ihr und fahrt mit eurem Dienst fort. Ich wünschte nur, ich hätte sie beschützen können. General Thule entschuldigt mich. Ich habe gehört, dass meine Retter zurückgekehrt sind. Es ist wichtig, dass ich mit ihnen spreche. Ich bin Agent Craig Graf vom Imperialen Geheimdienst. Der Zeitpunkt, zu dem diese Kelex angegriffen haben, war kein Zufall. Die Ulgos haben sie zu dieser Mine gebracht. Liegt das nur an mir, oder hat der Lila einen Lidschatten passend zu seinen Klamotten? Bist du ein kleines bisschen Information? Wir überwachen die Kommunikation der Ulgo-Streitkräfte in diesem Gebiet. Der das war ganz sicher geplant. Der Vorstoß war von den Ulgos geplant. Er sollte uns von etwas ablenken, das sie Operation Sonnenschauer nennen. Ernsthaft? Sonnenschauer? Ich schlage vor, dass wir ihren Plan vereiteln. Dieses Wort ist mir geläufig. Es fiel ein paar Mal in den Unterhaltungen, die wir durch unser Hintertürchen in die Organa-Netze aufgeschnappt haben. Es ist ein Baradium-Detonator. Ein mächtiger Sprengstoff. Sie wollen im Herzen der Thule-Ländereien zuschlagen. Der Detonator wird von Buris Ulgos Elitesoldaten transportiert. Ehemaligen republikanischen Sondereinheiten mit den besten Waffen und der vollen republikanischen Ausbildung. Sie werden keinen Treffer landen. Kurz bevor die Kilix ankamen, erhielten wir eine Datei, die, wie ich glaube, die Zündsequenz für den Detonator enthält. Wenn ihr wirklich Angst in die Herzen der Ulgos bringen wollt, geht in das Lager, in dem der Detonator aufbewahrt wird, und zündet ihn vorzeitig. Die Waffe hat dann zwar nicht die volle Kraft, aber so geht Ulgo zugrunde, nicht Thule. Sir, yes, sir. 99 von 100. Ich spiele mit dem Gedanken, hier ganz kurz pausieren, kurz rüber zu jetten und dann geht's hier weiter mit dem neuen Equip. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und ihr seht's richtig, wir sind woanders. Wir nutzen gerade die Gelegenheit, hier noch die Klassenquests abzugeben. Sind wir gerade hier rüber zum Höhleneingang von, wie heißen die? Ouroboro. Rübergezogen. Kennt man doch das Nest, meine Güte. Liebling, ich bin zu Hause. Ah, du siehst doch viel stärker aus, ja, sagst du? Ja. Ich bin froh, euch wiederzusehen, Agent. Ja, wir bitten um Verzeihung. Das Nest ist etwas aufgewühlt wegen des Sterntanzes. Wenn ihr die Pheromone riechen könntet, würdet ihr unsere Unruhe verstehen. Ich rieche nur alte Oma. Habt ihr die Kilix nicht mehr unter Kontrolle? Kein Grund zur Beunruhigung. Der Schwarm wächst und wir alle profitieren davon. Wir haben sogar ein Geschenk für euch. Diese Kugeln enthalten weiße Membrosia. Seltener Nektar von unseren Gebern. Zieht einfach den Wachs ab und trinkt. Er verleiht euch Stärke und Heilung. Teleska? Nichts erweicht das Herz einer Frau so sehr wie Käfermilch. Bei den Kilix ist dem wirklich so. Aber die Details würden euch sicher nicht gefallen. Egal. Wie läuft eure Suche nach Denry Ale? Werft einen Blick auf diese Aufzeichnungen. Was denkt ihr? Das ist verwirrend. Offenbar hat Ale die Zerstörung der Dominator und auch die Ermordung von Darth Yardus finanziert.
aber der Rest ist wirklich merkwürdig. Habt ihr das schon Baron Peya gezeigt? Ich hatte gehofft, das wäre nicht nötig. Baron Peya mag Nuancen erkennen, die uns verborgen bleiben. Ich erwähnte ja bereits unsere Schwierigkeiten mit der Menschenkenntnis. Wir stehen bereit, falls ihr noch etwas braucht. Das Nest begrüßt unsere Einigkeit. Mhm. Hast auch du die Dinger eigentlich jetzt sogar ins Inventar gekriegt? Ja. Ja, ja, 3 Stück. 60 Minuten. Kann auch mal eins schlucken. Hier, siehst du? Zack. Angriffskraft erhöht. Wie lange läuft das? 60 Minuten, echt? Ja. Das ist auch für die Raids aufheben irgendwann mal. Das ist wahrscheinlich BOP, oder? Ja, das bisschen. Kann ich aufhören zu laufen, so ein Müll. Haha. Fuck. Wie viel erwitzt denn? 20. Und stellt 45 Gesundheit her alle paar Sekunden. Das ist wirklich was hier beim Leveln als nettes Dings, aber das war's. Müssen kurz mal, ich weiß nicht, warum das nicht aufhört. Jetzt hat's aufgehört. Ja, gar nicht. Hab ich so oft. Gehen wir noch hinten ums Eck oder machen wir erst den anderen Kram? Achso, du musst, ach klar, du musst da nochmal rein. Ja, dann können wir da erstmal hin. Ja, oh, jetzt sind wir einmal hier in der Ecke, ne? Low Forest. Auch so ein Film, den ich mal wieder gucken könnte. Lief doch vor ein paar Tagen. Ja, ich bin jetzt bei Watch Ever, wo ich ja immer noch sehr zufriedener Kunde bin, mal drüber gestolpert, was sie jetzt zuletzt wieder hinzugefügt haben. Es sind jetzt mehrere Disney-Filme drauf. Also nicht viele und auch nicht unbedingt die besten. Ein paar sehr geile sind schon darunter. Zum Beispiel der Aladdin-Film. Den habe ich mir jetzt das erste Mal angeguckt, seit ich Kind bin. Oder seit ich Kind war, pardon. Und da hat man ja ganz anderen Blick drauf, auch gerade so auf die verschiedenen Stimmen und Persönlichkeiten, die der Genie nachmacht. Und ich kann es bisher halt auch nur auf Deutsch und im Original ist das nochmal um einiges geiler. Ja, den habe ich in den USA ganz viel geguckt mit den Kindern der Gastfamilie. Aha. Nur auch einen Mordsspaß dran. Ja, Königreich. Den und Blues Brothers, das konnte ich hinterher auswendig mitsprechen. Blues Brothers kenne ich jetzt spontan nicht unter dem Namen, was ist das? Oh mein Gott! Ach, das ist kein Disney-Film, aber... Wir sind im Namen des Herrn unterwegs. Ja. Mhm, sag mir jetzt... Alle, das sind doch die zwei, weiß nicht, wie die zwei heißen, auf jeden Fall mit Anzügen und einem komischen Hütchen, den die aufhaben und reisen durch die USA, ey. Und müssen die Band wieder zusammenbringen. Nee, kenne ich, glaube ich, nicht. Oh Gott, Axel. Guck nach, ob es den da gibt. Gucken. Sowas muss man kennen. Auch richtig coole Mucke, tolle Gastauftritte. Aretha Franklin ist da zum Beispiel mit bei auch. Mhm. Der macht echt Spaß. Und im englischen Original hat er einen der geilsten Dialoge der Filmgeschichte. Shit, what? Willkommen zurück. Yes, shit. Ich sage dem Baron Bescheid, dass ihr hier seid. Meine Liebe, ihr solltet euch nicht wegen belangloser Details sorgen. Ich bin besorgt. Das Haus braucht meine ganze Hilfe. Ich kann nicht nur Gartenbau betreiben. Genug, wir sprechen uns später. Eure Hoheit, es ist eine Freude, euch an einem so kalten Tag zu sehen. Aber wenn ihr wegen Denriel hier seid, muss ich euch enttäuschen. Nein, ich habe wegen Informationen gesammelt, aber ich kann noch nichts Sicheres über seinen Aufenthaltsort sagen. Diese Daten vom Haus Alde könnten hilfreich sein. Diese Aufzeichnungen, es sind Teile eines Puzzles, das meine eigenen Quellen nicht lösen konnten. Es scheint, dass Meister El vor einigen Wochen ein Geheimtreffen mit dem Haus Rist arrangiert hat. Dieses Treffen findet zweifellos gerade in diesem Moment statt. El trifft sich mit niemandem. Er versteckt sich. Ich vertraue eurem Urteil, doch seid vorsichtig. Das Haus Rist ist ein Schandfleck. Es ist ein Haus voller Mörder und Giftmischer. Wartet lieber auf Denriels Rückkehr in 1-2 Monaten. Zieht nicht den Zorn der Rist-Attentäter auf euch, indem ihr euch in ihre Angelegenheiten einmischt.
Es braucht mehr als messerschwingende Amateure, um mich zu verletzen. Das Haus Rist hat sich seinen Platz durch List und Mord erschlichen. Ihre Messer sind scharf und eine Konfrontation mit ihnen geht selten gut aus. Nun muss ich unsere Besprechung beenden. Es warten noch andere Angelegenheiten auf mich. Kümmert euch um unseren Gast, my lady. Die Gastfreundschaft unseres Hauses soll unübertroffen bleiben. Entschuldigt meinen Gatten. Er ist ein vielbeschäftigter Mann und ein tapferer. Nur nicht tapfer genug, um das Haus Rist herauszufordern. Geht das auch genauer? Alles, was der Baron über das Haus Rist sagte, ist wahr. Sie sind der Schandfleck der Gesellschaft und ein Feind der Cortez. Als ich ein Kind war, haben Rist-Attentäter meinen Vater vergiftet und meinem Bruder die Kehle durchgeschnitten. Der Gerechtigkeit wurde nie Genüge getan. Wenn das Haus Rist wirklich mein Feind ist, wird eure Familie gerecht werden. Mein Herz macht Freudensprünge. Das ist bestimmt ungesund. Ich würde euch zur Vorsicht raten, aber gewiss ist das unnötig. Für wen? Für ihr Herz. Ich weiß nicht, ihre Messer sind scharf. Ja, nein. Das ist aber unerwartet. Naja. Ich stimme auch immer mit einem... als stumpfe Messer. Ich stimme auch immer mit einem stumpfen Löffel auf die Gegner ein. Bisschen für Robin Hood geguckt, was? So, Gott sei Dank haben wir hier vorne einen Gleiterpunkt. Ja. Und wir müssen nicht wieder rein zum Insektenmann. Gut. Nein, wir müssen Danny Ale suchen im Haus Rist. Was man eventuell hätte mitkriegen können eben. Ja, aber hätte ja sein können, dass du trotzdem nochmal zu Vector musst und... Nein, ich habe ja jetzt meine Käfermilch. Oder wie lautet der Bestimmungsort? Tool Palast Taxi? Juhu! Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Kein Thranta. Ich mag Thrantas. Ich könnte nur kein ganzes essen. Bin vorhin von dem Außenposten im Osten halt wieder zurückgejettet. Da war es ein Thranta. Und da hat man schon teilweise ganz schön Speed drauf über der Brücke. Aber wenn man das so mal Revue passieren lässt, die Geheimdienste auf Republik-Seite und auf Imperium-Seite geben sich beide nichts. Sehr dilettantisch da. Also es bleibt kein Geheimnis unentdeckt. Ja, die haben einfach nur nie den Auftrag gehabt, Sachen geheim zu halten. Sie sollen es nur herausfinden. Wer es am Ende weiß, ist irrelevant. Ja, okay. Kann natürlich sein. Fangen wir mit dem Lustigen an. Bei Celiana. Yay, lustig. Ihr wollt um meine Hand anhalten? Hast du die jetzt wieder? Lieber stecke ich sie in eine Dreschmaschine. Ich verstehe nicht. Ich dachte, es wäre schon alles arrangiert und abgesegnet worden. Advokat, das ist männliche Schminke. Seid freundlich und entfernt diese Gestalt Maybe it's aus Maybelline. Meinen Augen. Ihr müsst die Dinge positiv sehen. Mit eurem dicken Fell steckt ihr das sicher gut weg. Da muss ein Fehler vorliegen. Wie können Saka und mein Vater so eine Frechheit besitzen? Sie behandeln mich wie ein kleines, dummes... Wie viele von diesen lächerlichen Heiratsanträgen muss ich noch über mich ergehen lassen? Euresgleichen hat eine seltsame Auffassung von Romantik. Romantik? Ehen sind nichts weiter als politische Zahlungsmittel. Hier ist es üblich, sich für Gefallen mit seinen Kindern zu revanchieren. Ich treffe allerdings meine eigenen Entscheidungen. Ich werde mich nicht wie ein Stück Land eintauschen lassen, nur um meinem Cousin bei seinen Ambitionen zu helfen. Guten Tag, Advokat. Ja,
Dann? Du machst deinen Job gut, Patrick. Also wenn es mit dem Bounty Hunting mal nicht mehr so läuft, Rauswerfer. Oder Beziehungsberater. Das mitten ja. auf Nascha da in so eine Disse und ab dafür. Ohne da zu arbeiten, einfach alle raus. Das Haus Alde hat gerade verkündet, dass Söldner das königliche Museum geplündert haben. Die Verantwortlichen für den Angriff werden als Kriegsverbrecher angeklagt. Kriegsverbrecher! Ich erwarte eine Erklärung. Sprecht weiter und ich schreibe euer Testament mit eurem eigenen Blut. Ich glaube, ich kann euch diesen Fehler noch einmal verzeihen. Mal sehen, ob sich das Ganze wenigstens gelohnt hat. Rückgrat ist ein interessantes Konzept. Das ist im Hausdialekt von Organa verfasst. Ich brauche einen Moment, um es zu verstehen. Diese Häuser, Tul-Vasallen, Ulgo-Vasallen, Haus Organa, Duke Corvin verbündet sich nicht nur mit Organa, er organisiert eine ganze Koalition gegen das Haus Tul. Einen Dreck wird er organisieren, wenn ich mit ihm fertig bin. Ihr werdet nie die Chance bekommen, diese Drohung wahrzumachen. Mein Cousin ist im Unterschlupf des Hauses Rist untergekommen. Es ist kein Wunder, dass der Durastal Duke ständig überlebt, wenn er von ihnen beschützt wird. Die Rist-Familie besteht aus Attentätern, die schon seit Jahrhunderten durch Mord und Sabotage in den Adelsstand aufsteigen. Duke Corvin ist außer Reichweite. Na verdammt, ich noch eins. Was für ein Zufall. Leute, die nur hinterrücks töten können, beunruhigen mich nicht. Der letzte Kopfgeldjäger, den ich angeheuert habe, hat wahrscheinlich dasselbe gedacht. Ihr müsst Duke Corvins Unterschlupf im Haus Rist finden und alle Verhandlungen meines Cousins für immer beenden. Ich schicke euch wahrscheinlich in den Tod. Doch wenn ihr tatsächlich erfolgreich seid, wartet eine angemessene Belohnung auf euch. Tja, Eiferbibsch, wer hätte das gedacht? So. Also ich bin sehr überrascht. Ja. So, zwei Klassenquests haben wir hier noch abzugeben, aber das machen wir beim nächsten Mal, denn die Zeit ist schon wieder rum. Bis dahin, stay frosty. Bis dahin.